Arnold Schwarzenegger. Ein Name, der untrennbar mit Hollywood und Actionfilmen verbunden ist. Auf der Suche nach dem amerikanischen Traum schaffte er es, in Amerikas einzige königliche Familie einzuheiraten. Right, honey? Auf der Leinwand ist er in einigen der spektakulärsten Action-Szenen zu sehen, die je gedreht wurden. Seine Charaktere sagen nicht viel, aber was sie sagen, wird oft zur Kultsprache einer Generation. I'll be back. Hasta la vista, baby. Sein Witz und Sinn für Humor haben aus ihm einen Publikumsmagneten und Kinokassenliebling gemacht. Was willst du? Er überraschte die Welt mit einem gewagten Karrieresprung, als er in die Politik eintrat und zum Gouverneur von Kalifornien gewählt wurde. Hallo. Seine Karriere begann als äußerst erfolgreicher Bodybuilder. Nichts ändert sich, alles bleibt beim Alten. Und er schaffte es, zu einem der größten und bekanntesten Filmstars aufzusteigen. Wir werden es ausfechten, eine Menge Spaß haben und die Stärksten werden überleben. Am 30. Juli 1947 kommt Arnold Alois als zweiter Sohn von Aurelia und Gustav Schwarzenegger in der österreichischen Ortschaft Thal bei Graz auf die Welt. Seine Kindheit verbringt er im Schatten seines älteren Bruders Meinhard, der immer der Liebling des Vaters ist. Arnold Schwarzeneggers Kindheit in Österreich war sehr hart. Die Familie war arm, einen Kühlschrank gab es erst, als Arnold 14 Jahre alt war. Der Vater galt als streng und unnachgiebig. Er war Polizeichef, hatte im deutschen Heer gedient und erzog seine Kinder mit der Rute. Arnold hat einmal gesagt, dass ihn genau das angespornt hat, auszubrechen und etwas aus seinem Leben zu machen. Als ich noch ein Kind war, sagte mal jemand, dass die wichtigsten Dinge im Leben Familie und Spaß sind. Und an die Regel habe ich mich bis jetzt gehalten. Als Teenager flüchtete sich Arnold in den Sport. Sein Vater wollte, dass er Fußballspieler wird. Arnold fing an, Gewichte zu heben, um die Muskeln in seinen Beinen zu trainieren und verliebte sich in den Sport. Bodybuilding wurde bald zu so einer Obsession, dass seine besorgten Eltern das Training auf dreimal die Woche beschränkten. In Österreich müssen zu dieser Zeit alle jungen Männer ein Jahr Wehrdienst leisten. Arnold hatte sich so dem Bodybuilding verschrieben, dass er unerlaubt die Kaserne verließ, um an einem Bodybuilding-Wettbewerb teilzunehmen. Dafür musste er für eine Woche ins Militärgefängnis.